Hallo, willkommen zurück zu Space Engineers. Neue Aufnahme, neues Glück und die Uhr läuft und überhaupt alles ist dabei und ihr seid dabei und Mui ist dabei. Heute Siliziumnagel. Ja, das ist sehr gut. Deswegen kriegt dein Bohrschiff jetzt gleich mal die Aufgabe, Silizium abzubauen. Na, dann sag mir mal, wo das ist. Ich such mal. Das Problem ist allerdings, das wird dir nichts bringen, weil wir es nicht loswerden können aktuell. Ja, dann müssen wir es halt von Hand da rausnehmen. Wir brauchen das Panzerglas. Meinst du, musst das von Hand machen? Wow, krasser Lichtbug. Ja? Silber, Magnesium, Nickel. Was für eine Farbe hat ein Silizium? Ja. Kobalt. Ich meine, es ist auch grau. Uran. Hier sind ja noch voll die Höhlen in diesem... Alter, dieser Asteroid besteht aus echt viel Uran. Sicher, dass wir nicht Silikon brauchen? Nein. Silizium-Halbleiter brauchen wir. Ja, die sind aus Silikon. Ja. Und das ist 50 Meter in, von meiner Sicht aus... Ja, dann bohr's doch weg. Ist mir doch egal, wo das ist. Nee, da ist was im Weg. Moment. Dann bohr's halt weg. Das ist 50 Meter. Das ist, glaube ich, außen. Das ist bestimmt ein Asteroid auf der Außenseite eingeschlagen. Ich guck mal. Weißt du was? Was? Du bist übrigens ein ziemlich inkonsequentes Genie. Mit deinem Geniestreich diese Höhle aufzumachen, ne? Wieso? Ist ja eine tolle Idee gewesen, aber jetzt hast du dieses scheiß Hochbett hier reingebaut. Ja, das steht doch dann just for fun. Das bauen wir sowieso wieder weg. Ja, aber das ist jetzt halt an dieser Stelle mega eng. Soll ich es wieder wegmachen? Nee, lass stehen. Ist so Learn-to-Play-mäßig. Ja, genau. Wenn du dich darüber beschwerst, ne? Und sagst, nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass du da, was das angeht, totalen Murks gemacht hast. Unser Asteroid hat Brüste. Ja, ich weiß, das war ich. Na, aber es sind drei. Es könnte auch das Nörgel-Symbol sein. Da ist Silikon. Gucken, welche Farbe das hat. Grau. Silberig-grau. Aber von Hand abbohren lohnt sich da nicht. Das lohnt sich grundsätzlich nicht so wirklich. Dinge von Hand abbauen? Nee, vor allem nicht in der Schwerelosigkeit halt. Toll, immer die Brocken, die gerade wegfliegen, die ich aufsammeln will, die spawnen genau vor meinen Augen. Wobei ich auch nie genau weiß, was sind jetzt echte Brocken, die wegfliegen und was nur Effekt. Stimmt, bei manchen ist das nicht ganz klar. Alter, ich glaube, das ist eine größere Ader hier. Sieht gut aus, ja. Ach, fick dich. Na. Nicht du, das Silikon-Ding, was da gerade weggeflogen ist, das passt nicht. Nein, aber diese Wortwahl, also nein, Contenance. Aus Silikon werden Brüste gemacht, also finde ich das völlig okay. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Moment, bedeutet das, dass du... Naja, ich werde das jetzt nicht weiter ausprobieren. Du weißt, worauf ich hinaus will. Brüste sind super. Mehr sage ich dazu nicht. Na ja, das stimmt. Vielseitig einsetzbar. Da darfst du keinem erzählen hier. So, jetzt haben wir wieder Silizium in der Schleife. Vielleicht kriegen wir jetzt auch neues Panzerglas daraus. Wobei das eigentlich völlig unnötig ist für die Förderbänder. Das ist halt nur, damit sie 100% sind und nicht nur 80 oder was sie sonst sind. Du kannst da ja schon mal einen Trichter auf den, auf diesen Kreuzwürfel setzen da. Auf die Oberseite, ja? Ja, ja, ja. Was brauche ich denn dafür? Wo ist der denn? Verbindung. Denk dran, dass du ihn rot machst. Wo ist der denn? Förderband, Verbinder, Conveyor Sorter. Was ist denn ein Conveyor Sorter? Ich habe noch keine Ahnung, das ist neu. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Kreuzung ist, weil es ja zwei verschiedene Größen an Conveyor gibt. Ist der bei kleinen Blöcken vielleicht dabei? Muss ja irgendwo sein. Sammler, da. Welche Farbe ist denn die richtige Farbe bei einem Sammler? Das blasse Rot. Also das gleiche wie die Förderbänder auch haben, willst du mir damit sagen? Ja. Okay, 45 Stahlplatten. Wir das noch alles da haben?
45 Stahlplatten und 50 Herstellungskomponenten. Und 12 kleine Stahlrohre. 8 Motoren. 4 Anzeigen. Ja, siehst du, da wird es nämlich schon knapp. Wir haben nämlich nur 2 Anzeigen. Und 10 Computer. Wir brauchen 2 Anzeigen. Die brauchen leider auch Silizium. Ich bin mit dem Schiff da, ne? Ja, dann bau ab. Nein. Also sortier aus, meine ich. Meine ich, ja. Kannst du das vielleicht so platzieren, dass der Auswurf... gibt der Auswurf den Sachen eine Eigengeschwindigkeit? Ja. Kannst du das dann so platzieren, dass er den so einen Katapultbogen da reinschießt? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe damit noch nicht experimentiert, aber es wäre möglich, dass man die da so raus flutschen lassen kann. Weißt du, so Ziegenköttelmäßig, keine Ahnung. Wir brauchen vor allem mal wieder, sehe ich gerade, Eisen. Schade, er hat das Silizium ziemlich schnell weggemacht. Der will ja die ganze Zeit das Platinerz zerlegen. Das ist das Ätzen an diesem Förderbandsystem. Unsinn. Soll ich dir mal was sagen? Das ist total anstrengend mit den Namen. Ich weiß. Weil man nämlich nicht schneidet, ob man jetzt gerade einer Refinerie ist. Ich weiß. Ich nenne die jetzt auch wieder um. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, wir haben doch gerade erst angefangen. Weiß ich nicht. Ich hab kein Zeitgefühl. Aber es war sehr witzig. Was war. Ja, auf jeden Fall. Es hat direkt erstmal so ein bisschen Kultur hier reingebracht. Ich komme mir fast vor wie bei Radio 1. Das wird dir jetzt nicht weiterhelfen. Radio 1 ist der Kultursender in Berlin. Ich kenne nur KISS FM in Berlin und das war scheiße. Ja, das ist auch scheiße. Das ist es immer noch. Schön. Und Radio 1 ist quasi genau das Gegenteil davon. Und das Schöne ist, dass sie gleichzeitig sich dabei total verarschen mit von wegen Kulturradio. Also sie nehmen sich auch überhaupt nicht ernst. Die sind, das ist so, ja, wir sind hier voll des Kulturradio und natürlich, was war das? Natürlich nur für Erwachsene. War, ist dann immer so der Jingle gewesen oder sowas. Wie gesagt. Nicht ernst nehmen, ja. Nee, auf keinen Fall, bloß nicht. Aber keine es läuft Ahnung, da halt. Ich kenne Kulturradio nur, wenn ich meine Schwester besuche, da läuft dann WDR 5. Du Kacke, ja, da kann ich wieder nicht mitreden. Ja, das ist halt auch Kulturradio und das ist auch echt witzig, aber... also da kommt halt hauptsächlich Kabarett und sonstige Kultur. Mehr gerade, das reicht noch gar nicht, da muss ich noch viel mehr Platz machen. Ja, aber wenigstens ist der Sammler schon mal fertig. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Panzerglas. Panzer, ich begrüße Sie. Panzer, ich verglase Sie. Oh, könntest du das lassen? Nein, das macht nämlich jede Menge Laune und außerdem kann ich das nicht kontrollieren. Das merke ich schon. Super, jetzt brauchen wir nur noch 12 Einheiten Panzerglas. Das kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Woraus ist denn das Panzerglas überhaupt? Ich schätze mal aus Panzern. Nein, auch aus Silizium, Alter. Wir brauchen echt viel Silizium. Okay, ja. Wir haben übrigens doch kein Problem mit dem Eisen. Wir haben... tonnenweise davon im Dingenskirchen. Ne? Ja, nur der eine Assembler ist irgendwie... Also, dass die Assembler sich nicht gegenseitig quasi Material klauen können, ist dumm. Ich finde das durchaus sinnvoll. Sonst kriegt da nämlich keiner was von geschissen.
Ja, bei der Art, wie die KI das verteilt, ist das durchaus nicht falsch. Wieso macht der Assembler 2 gerade nichts? Keine Ahnung, muss ja vielleicht gerade ein neues Pamphlet schreiben? Der baute, der wartet auf Kobalt, dann lasse ich einfach den auch mal ein paar Metallgerüste kommen. 100 Metallgerüste kann er mal produzieren. Metallgerüste? Ja. Die kann man sicher, also damit er halt einfach gerade. Wie sind denn Metallgerüste? Ach, für alles Mögliche. Sicher, dass du nicht Metallplatten meinst? Nein, Metallgerüste. Okay. Ich suche mal, einfach nur um dir das zu erzählen, suche ich jetzt Blöcke, die das brauchen. Ja, mach das. Bilde mich fort. Also das Bett hat es auf jeden Fall schon mal gebraucht. Ja, super Urlaub. Was? Super Urlaub? Das ist so ein Terminus, den habe ich von meiner Schwester übernommen. Der große Reaktor braucht Metallgerüste. Super. Solarzellen brauchen Metallgerüste. Ah, okay, das leuchtet tatsächlich ein. Batterien brauchen Metallgerüste. Okay. Joa, sonst ist es glaube ich nicht so viel. Aber es kann nicht schaden, besser als wenn der halt gar nichts macht und einfach auf irgendwas wartet, was gerade eh nicht raffiniert wird. Ich glaube, es könnte nicht schaden, wenn wir noch eine weitere Raffinerie bauen würden. Ja, eins am anderen. Nein, alles gleichzeitig. Es wird sich hier nichts ändern, ob du hier bist und nicht. Nö. Sicherheitstor. Echt? Wie sieht das aus? Ist das cool? Oder ist das einfach nur diese blöde Schiebetür? Nein, diese blöde Schiebetür heißt Tür. Hm. Das Sicherheitstor werde ich jetzt einfach mal bauen. 140 Stahlplatten, die können wir mal gerade. Ich will einfach nur mal gucken, wie es aussieht. Aber nicht in Rot, bitte. In kaltem Industriestahlgrau. Was macht das? Ist tot wahrscheinlich. Was auch immer das heißen soll, aber okay. Das ist eine Tür. Eine große. Ja, aber die muss ja irgendeine Funktion haben. Im Moment ist es einfach nur so ein Klotz. Naja, vielleicht kann man es auf und zu machen. Ich werde das mal testen. Zumindest nicht über die Dingssteuerung. Vielleicht geht das über einen Schalter, aber ich werde es trotzdem jetzt wieder abbauen. Zeig ich erstmal her. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will auch gucken. Das ist. Erscheint. Das ist auf jeden Fall nicht so breit wie. Wie ein Block sonst breit ist. Ja, der ist schmaler. Bestimmt. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, was es macht. Hat so ein bisschen was von diesem Monolithen aus Odyssee im Weltraum. Möchtest du auch einen Knochen schmeißen? Nee, aber ich könnte dir den Kopf aufsägen. Nein. Mein nächstes Projekt. Ich weiß jetzt, was wir noch bauen können. Ich habe nämlich noch zwei, einen Wunsch, den ich gerne machen würde. Wir müssen das Schiff um zwei zusätzliche Bohrköpfe erweitern. Oh ja, 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 das können wir gerne tun. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier richtig eingepackt kriege. Das wird dann auch schon wieder nichts für ein Luschen hier. Dam, 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 dam. Nicht ganz so krass. Auf jeden Fall ist hier oben die Schwerkraft nicht mehr vorhanden. Das sollte nicht so dramatisch sein. Geh da mal aus der Optik. Ich habe nur einen Felsblock da eingesammelt. So, du kannst mir jetzt mal sagen, ob der trifft. Funktioniert. Mach an. Da. Jo, läuft. Okay. Das ist zwar so auf Kante, aber passt. Naja, also sorry, du hast da neulich erst schon schlechter gezielt. Ja, aber dann funktioniert halt das ja ganz echt gut. Kacke zu sehen, ne? Ich vergesse. Das stimmt allerdings, dieses Spiel könnte echt mal einen Außenspiegel gebrauchen. Das sozusagen kann man so sagen. Sagte Jar Jar Binks. Ja, das ist eines von den zwei Zitaten, die ich ganz witzig finde. So, jetzt haben wir ein paar Metallgerüste auf Vorrat, die wir nicht brauchen.
Gay. Gay? Nein. Das wäre diskriminierend. Das Wort an sich ist doch noch nicht diskriminierend. Das stimmt. Es sei denn, man ist irgendwie überempfindlich. Da gibt's bestimmt jemanden. Wir sind hier immer im Internet. Das ist natürlich recht. Das habe ich neulich erst wieder gehabt, so eine Diskussion mit einem, der meint, also, ja, ich finde diesen Ton nicht okay, so Kindchen. Bist hier im Internet, lass dir mal ein Fell wachsen. Okay, ich glaube, Panzerglas kann ich jetzt aus der Dauerschleife rausnehmen. Ich würde gerne nochmal ein Rohr verlegen, ich fand das irgendwie gut. Bah! Ja, diesmal war es beabsichtigt. Ah! Stirb! Was? Das war ein dummer Satz. Was? Was du gesagt hast. Nein, der war super! Und. Verleg deine Rohre bitte nicht in diesem Let's Play! Absolut erstmal richtig. Du hast vorhin damit angefangen. Da stehe ich doch drüber. Aha. So, deswegen baue ich jetzt hier übrigens mal einen Bohrer. Weil ich da drüber stehe. Du willst wieder Schiff einen Bohrer bauen oder was? Ja. Warte mal, dann lass mich mal erstmal überlegen, wie wir den am besten reinbauen. Das wird auf jeden Fall nebeneinander sein. Ja, ja, ich baue einfach nur schon mal die Komponenten dafür. Die werden dann im Assembler 3 liegen. Mach mal 2 Bohrer drauf. Ja, ja, mach ich. Ich will ja 3 vorne dran haben. Genau. Die meisten der Komponenten haben wir zwar schon. Dann brauchen wir unter anderem einen noch Komponenten für... jetzt muss ich mal kurz gucken... Okay, also wir haben alles, was wir brauchen, dafür da. Wir brauchen die Komponenten für 2 kleine Conveyor-Kreuzungen. Keine Ahnung, wie die heißen. Förderbandkreuzungen oder was? Ja, ja, die heißen halt Conveyor. Dann wird das mal hier drin sein. Wohlgemerkt, es müssen die kleinen sein, nicht die großen. Genau, Small, ja. Small Conveyor Sorter oder kleines Förderband. Ne, das kleine Förderband ist einfach nur die Leitung, wenn ich mich recht entsinne. Nein, das kleine Förderband ist der Kasten. Okay, dann den Kasten brauchen wir. 2 Stück. Was du meinst, ist die Förderleitung. Ah, okay. Gut. Dafür haben wir alles. Okay. Das sind nämlich einfach nur 4x interne Panzerung, 4x X, 4x Herstellungskomponente und ein Motor. Dann kannst du... Was ist das Grundnahrungsmittel von dem Ding? Interne Panzerung. Ah, okay. 8 interne Panzerungen. 8 Herstellungskomponenten und 2 Motoren. Ich hab schon wieder vergessen, sag's bitte nochmal. Sorry. Ich hab alles dabei. Ja, okay, gut. Warte, dann sag ich dir am besten, wo man die hintut. Komm mal mit. Ja. Muss das nur in die Hand liegen. So, und zwar. Oh Mann, das ist der Bohrer, das ist das falsche Teil. Oh, das war gerade ein sehr fieses Geräusch. Förderband, aber ich brauche das kleine Förderband. Zeitschaltuhr? Da, kleiner Frachtcontainer, Moment. Hä? Gerade eben war es hier doch noch. Sammler, Verbinder, gebogene Förderleitung oder passt sich das Förderband von alleine an? Das passt sich von alleine an. Aber echt? Jetzt komm halt her. Ja, ja, das ist aber trotzdem das Falsche. Ich bin schon wieder hin. Ich stehe vor dir. Nein, tust du nicht. So, hier, du hast hier an der einen Seite hast du ja schon die Öffnung an dem Bohrer. Ja, Kopf zuvor ausgesehen, links. Warte mal. Nicht Förderband. So, kleines Förderband, da haben wir es doch. Ja. Genau, da kannst du das schon mal dran setzen. Wo dran? Na, da die Luke natürlich. Von dem Bohrer, seitlich. Vom Schiff aus gesehen, links. Da. Ja, wunderprächtig. Da außen dran kommt dann halt nochmal der andere Bohrer. Schmeiß mal mit, dann geht's schneller. Da. Der ist nicht rot. Ja, ich hab halt gerade auf grau gestellt im Moment. Weil ich ja gestehen muss. Ja, nee, das passt erstmal so. Gut, dann nehme ich mal kurz hier die Leitung weg. Wo ist denn... Da. Du musst dich ganz vorsichtig hier schweißen, um nicht alles kaputt zu machen. Moment, geh doch mal aus der Optik hier. Spielst du eigentlich aus Third Person? Nein. So. Also nur das Schiff fliege ich in Third Person, aber sonst mache ich das nicht.
So, ich nehme an, so wolltest du das haben, ja? Genau, wunderprächtig. Und dann, kommen da die beiden Bohrer auf die Seite. Seitlich dran, genau, ja. Schön, dann ist damit unsere Folge zu Ende. Moment, ich merke aber gerade, das mit dem Rot funktioniert nicht. Das muss umgefärbt werden. Klar. Ach, die Bohrer auch in Rot. Ja, warum nicht? Sieht doch cool aus. Das helle Rot? Ja, ist das helle Rot. An dem Schiff ist es aus irgendeinem Grund die hellen Farben und es sieht auch besser aus und dann machen wir das halt so. Gut, dann werde ich die noch schnell an das Schiff, also die Gerüste anbringen. Du kannst mal die kleinen Steine, die da runtergefallen sind, einsammeln. Kleine Steine, die runtergefallen sind? Oh, auf dem ja. Boden liegen ein paar Steinchen. In der Zeit hole ich mal ein paar Stahlplatten ab. Ja, zwei reichen erstmal, ich will ja nur die Gerüste setzen. Übrigens darauf hinweisen, dass der Bohrer da echt beschissen anzubringen ist, weil das nämlich gar nicht geht. Sekunde. Scheißt der da immer noch Zeug raus? Ja. Ja, dann machen wir es in der nächsten Folge und dann bereite ich das Schiff gleich noch vor dafür. Jetzt habe ich schon... Warte. So, das würde schon reichen. Hoffe ich. So, dann schau doch mal, ob du das da dran kriegst. Ich dachte, du wolltest es in der nächsten Folge machen. Ja, ist egal jetzt. Nein, das kommt in der nächsten Folge. Die heißt ich wollte doch noch die Gerüste setzen. Nein. Aus. Ja, okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.